Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Oh, finally! Don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Come on! Auch wenn es jetzt assi kommt, jetzt schon mittendrin zu unterbrechen. Ich muss trotzdem ganz kurz Hallo sagen. Meine lieben Zuschauer, nach jahrelangem Warten, für mich und für wahrscheinlich ganz viele da draußen, ist es heute endlich soweit. Grand Theft Auto 5 ist erschienen. Wir haben in den letzten Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche, so muss man eher sagen, und in den letzten Tagen gesehen, dass ganz viele das Spiel schon früher hatten und dann auch schon Videos im Internet aufgetaucht sind. Da wurden auch teilweise Xbox-Konsolen gebannt. Da gab es viel Trubel, aber jetzt ist es für die allgemeine Masse da und sorgt dafür, dass Leute wie ich, die seit einiger Zeit nur noch PC spielen, jetzt doch nochmal die alte Konsole entstauben müssen. Denn, wie wir wissen, ist Grand Theft Auto 5 noch nicht für den PC erschienen und auch noch nicht angekündigt worden. Ich persönlich hoffe darauf, dass es irgendwann noch angekündigt wird. Und ich muss sagen, heute bin ich der glücklichste Mensch aller Zeiten. Okay, klar, ich war schon mal glücklicher, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin und so weiter. Das ist selbstverständlich, aber ich muss sagen, spieletechnisch gesehen ist heute einer der besten Tage meines Lebens. Denn, wie sehr haben wir auf dieses Spiel gewartet und wie sehr haben wir uns gefreut seit dem ersten Trailer. Und jetzt ist es endlich da. Ich werde es auch Let's Playen, wie wahrscheinlich jeder YouTuber, aber da ich es eh spiele, denke ich mir, warum sollte ich es nicht aufnehmen? Vielleicht will ja der ein oder andere bei mir zusehen. Ich spiele auf der PlayStation 3 und ich möchte jetzt auch gar nicht viel drum herum quatschen, auch wenn man zu diesem Spiel wahrscheinlich so viel sagen könnte. Ich kann einfach nur hoffen, dass es mehr wieder in Richtung GTA San Andreas geht, weil ich GTA 4 nicht so sehr mochte wie San Andreas und dass es einfach grandios, bombastisch und geil wird und ich bin zuversichtlich. Ich wünsche uns viel Spaß. Hands right back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. I don't even think about it. I'll do it. I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. What's he doing? Em, get these assholes in the closet. Leave us alone. You. We didn't do shit. On your feet. In the back. Come on. Okay, anscheinend, wir sind einer von drei Verbrechern, die gerade eine Bank oder einen Laden ausrauben. All set. Phone it in. I'm calling it. Benutze das Handy, um den Sprengstoff auszulösen. Zünden. Orte sind auf dem Radar durch die Markierung gelb gekennzeichnet. Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Grafisch fällt halt direkt auf, es ist PS3, beziehungsweise sind einfach die alten Konsolen. Auf dem PC sah es sicherlich besser aus, deswegen freue ich mich auch auf eine eventuelle PC-Version. Ah, das Geld. Sammle das Geld ein. Na dann, immer her mit den Scheinchen. Ab zu Papa. Depends on how you look at it. $179,000 habe ich jetzt in meiner Tasche. Wir sind hier fertig, wir müssen weg. Oh shit. Dafür musst du sterben. Halte nach unten gedrückt, um dir die Charakter wechseln, verfügbaren Charaktere anzusehen. Benutze, während du Pfeil nach unten gedrückt hältst, R, um einen Charakter zu wählen und lass dann los, um zu wechseln. L2, um auf die Wache zu zielen. R, um auf einen Gegner zu zielen und ihn per Kopfschuss auszuschalten. Ja, und dann, wie schieße ich? R2. Headshot. Ja, natürlich musste das passieren, er hat dich gesehen, dafür muss er sterben. R, X gedrückt, um zu rennen. R1, um in Deckung zu gehen. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourself. Ja, ich bin in Deckung. Spreng das Ding auf, komm. Oh yeah! Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. Oh shit, und wir haben 5 Warnungssterne, oben rechts zu sehen. They answered the wrong call!
Ich muss dazu ganz kurz sagen, ich habe seit langer Zeit nicht mehr irgendwie sowas auf einer Konsole gespielt. Das heißt, es kann gut passieren, dass ich mich mit der Steuerung erst wieder zurechtfinden muss. Falls ja, sorry. Okay, das Schießen und Zielen funktioniert schon mal ganz gut. Konsolentypisch visiert er automatisch an. Unten links habe ich einen Lebensbalken, der ist grün, würde ich vermuten. Das ist der Lebensbalken. Entkomme den Cops. Ja, die Cops, da kommen noch mehr. Da kommt Verstärkung. Los, wir müssen hier weg. Ja, er hat es ja nicht so drauf mit dem Ziel, der Kollege. Okay, ich kann immer wechseln, die Charaktere. Ich kann jetzt zum Beispiel auch zu ihm springen. Weil er hat gerade eine gute Position, also warum nicht mal auf ihn wechseln und von hier aus weiterschießen. Und das ist ja auch eine der größten Neuerungen in diesem Spiel. Erstmals haben wir nicht einen Hauptcharakter, sondern gleich drei. Und das, finde ich, ist eigentlich mal eine ganz interessante Neuerung. Das kennt man so noch nicht so unbedingt. Aber ich finde die Idee ziemlich gut. Man muss halt sehen, wie es dann im Spiel umgesetzt ist und ob das gut funktioniert. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Wenn die Jungs von Rockstar was machen, dann wird es meistens ziemlich gut. Denn die lassen sich ja auch noch die Zeit. Die lassen eben auch so ein Spiel wie GTA 5 einfach mal ein paar Jahre in Entwicklung und bringen nicht jedes Jahr einen neuen Teil raus, der dann doch nichts wird. Okay, da ist das Auto, da wollen wir hin. Da kommen noch mehr Cops. Den einen haben wir am Steuer erschossen. Da ist die Hupe angegangen. Wunderbar. Einer ist doch noch dahinter, oder? Nein. Okay, jetzt schnell zum Auto. Nichts wie weg hier. Na, wenn er tot ist, dann raus mit dem. Okay, jetzt darf ich steuern. Mit R2 Gas geben und mit L lenken. Sieht das schick aus? Ja, das sieht schick aus. Für eine PS3 sieht das ziemlich schick aus. Wie die Sonne da hinten steht und der Schnee. Verdammt geil. Also eine Sache hatte ich ein bisschen Sorge. Es gab ja vorher schon Videos jetzt die letzten Tage, da habe ich ein bisschen reingeschaut und die Steuerung der Autos sah, fand ich sehr, sehr schlecht aus. Sehr, nicht so gut. Aber ich muss sagen, jetzt gerade, das steuert sich erstmal normal. Ich muss halt erstmal gucken dann im Laufe der Zeit, wie mir die Steuerung gefällt. Boah, scheiße. Das Ding ist hin. You guys all right? Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Und der nächste ist auch tot. Nimm doch das Geld von ihm mit. Achso, der lebt noch. Halte die Cops auf. Ja, wir können ja die Kollegen hier nicht zurücklassen. Also könnte man schauen, aber. Möchten wir nicht. Erstmal nachladen und weiter geht's.
Das Zielsystem funktioniert bis jetzt schon mal ziemlich gut. Natürlich, das ist halt auf den Konsolen ja immer so, dass der die automatisch anvisiert. Das kann, mögen manche nicht, aber ich finde, das ist schon ganz gut, weil dann trifft man wenigstens und dann funktioniert das Ganze besser. Sterbt, ihr Schwanzlutscher, sagt er. Oh ja. Und noch mehr. Ey, da kommen wir doch nicht gut raus aus der Sache. Ab in den Schnee. Die Bäume sehen ziemlich gut gemacht aus, muss man sagen. Kennt man so aus PC, aus Videospielen selten. Die sind ja meistens sehr schlecht gemacht. Aber hier ganz feine Äste und sowas. Ziemlich cool. Was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Grand Theft Auto 5. Oh mein Gott, mein Herz. Wie lange haben wir darauf gewartet? Ich bin glücklich, Leute. Ich bin einfach nur glücklich in diesem Moment. Ist das schön. Ich freue mich einfach so drauf, wie ein kleines Kind. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Willkommen in Los Santos! Oh, wie man die Sachen schon wieder erkennt, GTA San Andreas for the win. Kommt einem doch schon bekannt vor hier. Man war schon hier und trotzdem ist es neu. Das ist geil. Und ich finde es total gut, dass sie eben nochmal nach Los Santos gehen. Andere würden sagen, hey, nichts Neues, einfach wieder der alte Scheiß. Nein, das ist genau richtig, weil San Andreas war einfach das Beste. Ich find's super. Gotta be around here somewhere.
Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. That house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit. Und damit steuern wir auch schon den nächsten. Er erinnert mich natürlich am ehesten an CJ, jetzt ganz ehrlich gesagt, einfach wegen der Hautfarbe und seiner Sprache. Oh shit. Ah, jetzt soll ich mich auch noch entscheiden? Okay, warte mal, lass mich gucken. Der da hinten sieht da so ein bisschen aus wie ein R8, ich glaube, ich nehme den. Außerdem ist er weiß. Ah, was ein geiler Schlitten. Oh, you ballin' hard with the drop top. Oh! Woohoo! Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Das ist ein Cabrio. Oh, it's like that, nigga? Oh, wohin? Wow, shit. Die Steuerung ist aber direkt bei dem. Okay, ich kann ihn fokussieren. Boah, der lenkt aber krass. Aber ist das mal ein geiler Schlitten? Die gelbe Anzeige unter dem Radar zeigt die aktuelle Stufe von Franklins Spezialfähigkeit. Was ist denn seine Spezialfähigkeit? Probiere ich jetzt mal noch nicht. Jedenfalls fahren wir gerade durch Los Santos in einem heißen Schlitten. Was Besseres gibt's doch nicht. Ich aktiviere die gleich einfach mal, würde ich sagen. Okay, das ist anscheinend einfach eine Slow-Mo. Das heißt, ich komme dann da irgendwie besser durch den Verkehr und so weiter. Deine Spezialfähigkeiten, kannst du füllen. Achso, den Balken kannst du füllen, indem du gegen die Fahrtrichtung fährst. Zusammenstöße möglichst knapp vermeidest und sehr schnell fährst. Ja, das erinnert an Need for Speed. Im Gegenverkehr fahren, knapp dann vorbeifahren und dann kriegen wir quasi eine Spezialfähigkeit. Das ist hier aber kein Nitro, sondern eben dieses Slow-Mo. Verbessere Franklins Spezialfähigkeit, indem du den Balken möglichst oft füllst. Ich lese jetzt mal oben, dann kann ich auf die Straße gucken. Ach, so ein Blödsinn. Oh shit, sorry. R1 und X oder X, um die Handbremse zu benutzen. Okay. Keep up, homie. Please, homie. Oh! Woo! To the left, to the left. Nach links sagt er, okay. I follow. You wanna get whips like this, you gotta stay on your grid now. Nigga and two some time over nickels and dimes? I stick to repos, dawg. Hey, watch out! Remember, this is your Terrier's car. Whatever you say. Okay, den Radiosender weiß ich jetzt noch nicht, wie ich ihn wechseln kann. Kann ich wahrscheinlich. Scheinwerfer anmachen. Okay, das geht auch wunderbar. You from the shoulders, homie. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the union to fight for.
Ah, was für geile Schlitten. Also das eine ist für mich ein bisschen in der 8 und das andere, was ist das andere für ein Auto? Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Ah, cops. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. 2 Sterne haben wir. Ich würde fast vermuten, sein Fahndungslevel wird mit Hilfe von Sternen angezeigt. Ein Stern oder gar mehrere und die Polizei ist auf der Suche nach dir. Okay, ich denke mal, wir sollen die Polizei loswerden. Und ich kenne mich hier jetzt noch gar nicht aus in der Stadt, auch wenn wir alle schon mal in Los Santos waren. Ich fahre erst einmal. Dein Radar blinkt rot-blau, wenn die Polizei dich sehen kann. Also ja, das ist ein Audi, da sind ja sogar hinten so Ringe drauf. Ich weiß nicht, gibt es Pay and Sprays in GTA 5? Wenn du nicht in Sichtweite der Polizei bist, blinken die Fahndungssterne und Leuchtkegel erscheinen auf dem Radar in den Gebieten, in denen die Polizei dich sucht. Ah, hier sind Gleise. Komm, wir fahren ein bisschen auf den Gleisen. Um deinen Fahndungslevel loszuwerden, halte dich von den Leuchtkegeln fern, bis die Polizei die Suche ablässt. Versteck dich in Seitenstraßen oder im Dunkeln, um nicht entdeckt zu werden. Ne, ich fahre einfach weg. Okay, wie mache ich das mit dem Cabrio? Ah, okay. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das geil. Geht das nur im Stand oder auch während der Fahrt? Warte mal, das ist das Handy. Genau. Das ist das Licht. Damit wechsle ich die Charaktere. Ah, hier haben wir das Radio. Okay, wir waren gerade auf West Coast Classics. Jetzt haben wir ja mal die Zeit, wir schauen uns einfach mal in Ruhe um hier. Sowax. Ah, warte mal, wieso wechselt der denn immer so viel? Ah, okay, Blue Arc. Worldwide FM. Fly Low FM, The Lowdown 91.1, Radio Mirror Park, Space 103.2, Vinewood Boulevard Radio, Los Santos Rock Radio, Nonstop Pop FM, Radio Los Santos, oh, Radio Los Santos kennen wir noch aus San Andreas. Und das war eigentlich immer ziemlich geil. Ich lasse mal Radio Los Santos drin. Ah, was ein geiler Schlitten. Mann, Leute, es ist so ein krasses Feeling, wieder GTA zu spielen. Und zwar ein neues, das man noch nicht kennt, nach so vielen Jahren. Ah, oh, ist das Hammer. Okay, ich habe auf dem Radar irgendeinen Punkt, das heißt, wir fahren mal hin. Ich denke mal, ich muss den Auftrag genau abschließen. Ich muss das Auto wahrscheinlich abgeben, oder? Links abbiegen, bitte. Okay, Hupe habe ich auf L3. Boah, ein Feuerwehrauto. Ich würde jetzt so gehen gucken, ob man Feuerwehrmission machen kann. Egal. Können wir alles noch erleben. Wir haben noch ganz viel Zeit, meine lieben Leute. Ja, ich finde es so schade, dass sie es nicht für PC rausgebracht haben zum 17. September. Es wäre einfach so geil gewesen. Es sähe ja so viel besser aus. Die alten Konsolen sind einfach inzwischen alt und es sieht einfach nicht mehr so gut aus, wie es aussehen könnte. Das finde ich ist einfach sehr schade. Aber was will man machen? Trotzdem ein Hammerspiel. Scheiß auf die Grafik von der PS3. Okay, hier wollen wir rechts rein. In das oder in das daneben? In das daneben. Premium Deluxe Motorsport, dieses Simeons Autohaus. Franklin kann sich hier neue Missionen abholen. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real mean. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon,
I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. Willkommen in Los Santos. Eine Trophäe. Ja, okay, ich komme mit. Ich muss noch mit. Das sieht fast aus wie ein Aston Martin vielleicht, oder? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein Aston Martin. Ja, das ist ein Aston Martin und das ist ein Audi A8. Okay. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Und das ist meins, oder was? Oh, bitte. Wenn ja, dann wäre es Hammer. Aber das ist blau markiert, also ist das wahrscheinlich mein Auto.